Heute erfährst du die genialsten Tricks, wie du leichter einschlafen kannst. Es ist viel einfacher, als du denkst. Ich werde dir meine geheimen Tricks verraten. Wenn du Probleme beim Einschlafen hast, dann bist du nicht allein. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt haben jeden Tag mit diesem Problem zu kämpfen. Zum Glück gibt es einige Tricks, mit denen du leichter einschlafen kannst. In diesem Video werde ich dir von den besten Techniken aus dem Leben und aus der Spiritualität für einen erholsamen Schlaf erzählen. Also mach dich auch auf außergewöhnliche Methoden gefasst. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal. Ich bin Autorin, Bioenergietherapeutin und Medium. Also, so lass uns jetzt beginnen. Als erstes solltest du dich regelmäßig, bevor du ins Bett gehst, duschen. Ich weiß, dass jetzt viele von euch denken, duschen ist ja jetzt wohl nichts Außergewöhnliches. Ja, aber jetzt kommt das. Denn wenn du das Wasser über deinen Körper laufen lässt, wird es dich gleichzeitig energetisch reinigen. Es reicht, wenn du deinen Fokus darauf legst und dir vorstellst, wie jeder Wassertropfen deiner Seele vermittelt, dass die Belastungen des Tages beim Duschen einfach jetzt mit abgewaschen werden. So hast du den doppelten Effekt. Du bist körperlich und energetisch sauber, wenn du in dein Bett gehst. Zweitens. Lade deinen Schutzengel oder deine persönlichen Engel ein, dich in den Schlaf zu begleiten. Manche von euch finden das vielleicht jetzt etwas zu abgefahren, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sehr gut helfen kann. Man kann sogar die persönliche Fee oder sein Krafttier um Unterstützung bitten. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Schreibt mir einfach unten in den Text unter das Video, was euch dazu noch einfällt. Drittens, lege gedanklich einen Schutzkreis um dein Bett herum, damit du über Nacht keine negativen Energien aufnehmen kannst. Das ist besonders wichtig, wenn du in einer Stadt lebst oder wenn es negative Menschen in deinem Leben gibt. Du kannst den Schutzkreis mit dem platinfarbigen Netz, einer goldenen Kugel oder dem Schutzschild von Prokion zusätzlich verstärken. Viertens, lege Heilsteine auf deinen Nachttisch, welche deinen Geist beruhigen. Ich empfehle Amethyst, Rosenquarz oder Fluorit. Zusätzlich kannst du Heilsteine verwenden, welche reinigend wirken, wie zum Beispiel Turmalin, Zitrin oder Selenit. Fünftens, räuchere dein Zimmer mit weißem Salbei, bevor du zu Bett gehst. Dadurch wird die Atmosphäre, die Luft in deinem Raum gereinigt und ein Schutzfeld um dich herum aufgebaut. Wenn du keinen weißen Salbei hast, kannst du auch Palo Santo Holz verwenden. Sechstens, schaffe dir eine entspannte Routine vor dem Schlafengehen. Das kann das Lesen eines Buches sein oder das Hören einer sanften Meditationsmusik. Es sollte etwas sein, was dir hilft, dich leicht zu entspannen. Denn das signalisiert deinem Körper, dass es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen. Siebtens. Sorge dafür, dass deine Schlafumgebung dunkel, ruhig und kühl ist. Das wird dir helfen, die ganze Nacht durchzuschlafen. Achtens. Schließlich solltest du dich für all die guten Dinge bedanken, die dir im Laufe des Tages widerfahren sind. Denn das wird dir helfen, mit einer positiven Einstellung einzuschlafen und noch mehr Gutes in dein Leben zu ziehen. Neuntens. Was du auch noch tun könntest, ist Koffein vor dem Schlafengehen zu vermeiden. Koffein kann bis zu 6 Stunden in deinem Körper bleiben. Deshalb ist es am besten, wenn du ihn am Abend meidest. Wenn du nicht ganz auf Koffein verzichten kannst, versuche deinen Konsum auf die früheren Stunden des Tages zu beschränken. Zehntens. Zu guter Letzt solltest du versuchen,
mindestens 30 Minuten vor dem Schlafengehen die elektronischen Geräte auszuschalten. Das von Bildschirmen ausgestrahlte blaue Licht kann den natürlichen Schlafrhythmus deines Körpers stören. Schalte also deinen Computer, deinen Fernseher und dein Telefon aus und gönne dir vor dem Schlafengehen etwas Zeit zum Entspannen. Natürlich gibt es hier auch noch Hilfsmittel wie Energiestäbe, welche automatisch dich von diesen schädlichen Energien befreien und reinigen. Dann der 11. und letzte Punkt. Du solltest auf keinen Fall in deinem Bett arbeiten. Denn wenn du in deinem Bett arbeitest, assoziiert dein Gehirn dein Bett mit Wachsein und Lernen und es wird schwieriger sein, einzuschlafen. Das liegt daran, dass dein Bett nur mit Schlaf und Entspannung verbunden sein sollte. So, nun denke ich, du hast bestimmt auch ein paar Punkte gefunden, die du für dich ändern könntest. Dieses Video ist ein Lehrvideo und möchte gerne von dir geteilt werden, denn es ist wichtig, dass noch mehr Menschen erfahren, wie sie besser einschlafen können. Und wenn das Video dir gefallen hat, dann darfst du es jetzt liken und meinen Kanal abonnieren. Ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Wir sehen uns zum nächsten Lehrvideo.